sich zwei Menschen lieben, äußere Umstände aber das Zusammensein verunmöglichen, dann ist das brutal. Gleichzeitig ist es aber auch guter Stoff für einen Roman. Zum Beispiel für den Roman «Lauralei» von Karin Künzli. Und Karin ist jetzt live bei mir im Studio. Schön, dass du da bist, Karin. Im richtigen Leben bist du Hebamme. Wie du zum Schreiben gekommen bist, über das müssen wir natürlich reden. Aber zuallererst jetzt zu deinem Roman «Lauralei». Der spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg im Toggenburg. Mhm. Und was passiert dort? Genau, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber wir lernen Lina kennen. Das ist eine junge Frau, die dann auf dem Bauernhof lebt, bei ihren Eltern. Und die eine Begegnung macht mit dem Knecht, der dort arbeiten kommt. Und sie verlieben sich. Das ist eine Liebe, die nicht darf sein darf. Eben genau, das sind äußere Umstände, genau. Die diese Liebe letztlich verunmöglichen. Genau. Und der Knecht kann wahrscheinlich nicht bleiben dann auf dem Hof. Genau. Und irgendwann dann aber kommt es zu einer weiteren Begegnung zwischen zwei Frauen. Was sind denn das nachher für zwei Frauen? Genau, das ist eine junge Frau, die später um 2000er Jahre herum auf die ältere Frau trifft. Die Umstände wird ich auch nicht genau jetzt preisgeben. Sie wird aber die Geschichte wie aufarbeiten. Sie wird der Lina begegnen und sie wird herausfinden, was dann genau passiert ist. Aber wir können schon konkret sagen, also irgendwann ist es die Enkelin, die der genau. Lina wieder begegnet. Es ist die Enkelin vom Knecht. Die Enkelin vom Knecht, genau. Der Lina begegnet. Und was ist denn das für eine Begegnung? Ist das eine einfache Begegnung zwischen den zwei Frauen? Nein, ich würde sagen, das ist der zweite Teil des Buches. Und dort wird das Buch auch vielleicht etwas anders als am Anfang. Es ist nicht mehr einfach nur eine Handlung, sondern eher eine Auseinandersetzung von diesen zwei Frauen. Die vielleicht ein bisschen harzig ist am Anfang. Vor allem, halt, weil da eine Geschichte ist, wo die Lina, wo sie älter wird, natürlich verdrängt oder auch nicht mehr unbedingt darauf schauen will. Und ich weiß es nicht, aber die Lina wird dann, gehe ich voraus, von dieser jungen Frau, der Enkelin, auch noch ein paar Sachen mitbekommen über ihren einstigen Liebhaber. Genau, ja. Genau. Also so ein bisschen Geschichte, die sich so dann wieder abrundet. Ja, genau. Mhm. Der Sentis spielt, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Der Sentis spielt sehr eine zentrale Rolle. Ich habe den Sentis sehr gern. Ich habe immer so gewohnt, dass ich eigentlich auf den Sentis gesehen habe, von ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und der Sentis ist für mich immer ein wichtiger Begleiter gewesen, eigentlich. Und in deinem Buch spielt er eine Rolle? Und in meinem Buch, genau, ist das für mich auch wie zentral gewesen, dass die zwei Liebenden sich von beiden Seiten immer der Sentis gesehen, wo ja wie auch eine Erinnerung oder ein Bindeglied ist zwischen ihnen. Und es gibt eine Sentis-Sage im Buch und die verwebt sich durch das ganze Buch, durch die Geschichte. Genau. Okay, also der Sentis ist der fixe Bestandteil, ja, genau, in deinem Buch. Die Liebe, die hat nicht so fix können, ja, bestehen, genau, wie der Sentis. Wie bist du denn eigentlich auf diese Story gekommen? Das ist eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich in meiner Ahnenlinie abgespielt hat, wo ich irgendwann darauf gestoßen bin. Und wo mich nicht ganz losgelassen hat, ist eine tragische Geschichte. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und es hat mich fasziniert, einfach, wie es anders Leben war. Und das ist ja nicht mal 100 Jahre her. Oder? Also verstehe ich richtig, das ist nicht einfach eine fiktive Geschichte, sondern das hat sich wirklich so abgespielt bei deinen Vorfahren. Ja, also ich sage nicht, ich lege nicht offen, was fiktiv ist und was nicht. Es war nicht alles genau so. Aber der Ursprung, wieso ich das geschrieben habe, ist schon, weil das eine Geschichte ist, die so passiert ist. Was willst denn du mit deinem Buch? Jetzt primär die Ahnengeschichte wachhalten, mhm, in Erinnerung rufen? Grundsätzlich Geschichten wachhalten oder einfach unterhalten? Nein, einfach unterhalten sicher nicht. Es hat ja ganz viele verschiedene Themen da drin. Es hat auch allgemeingültige Themen drin, die nicht unbedingt mit dem Zweiten Weltkrieg müssen zu tun haben, sondern ich würde sagen, die ganze Geschichte rund um Frauen, die Kinder bekommen und die vielleicht nicht dürfen Mütter sein, das ist ja etwas, was es immer noch gibt. Also es sind aktuelle Themen schon auch, die, ja, drin spielen, ja, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben. Nein, das finde ich schon, genau. Auch wenn in der Schweiz natürlich das Leben für die Frauen einfacher geworden ist, rund um Mutterschaft, gibt es in ganz vielen Ländern der Welt immer noch die gleiche Thematik. Okay. Genau. Und Gefühl, sagen wir, vom Verlust zum Beispiel von einem Kind, das ist ja etwas, wo eine Frau trotzdem erlebt. Und das hat für mich eine Allgemeingültigkeit.
Genau. Spannendes Buch, das du da geschrieben hast, obwohl du im richtigen Leben ganz anders machst. Mhm. Was denn? Ich bin Hebamme. Und du bist Hebamme und wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich habe immer gerne gelesen, als Kind schon. Und ich habe schon immer gerne geschrieben. Das ist einfach eine Ausdrucksform, die mir am nächsten liegt. Und wo ich gerne tue, das, was mich beschäftigt im Leben, verarbeiten, überschreiben. Also da jetzt nicht irgendwie ein spezielles Erlebnis gegeben, nein, überhaupt du dir nicht. Gesagt hast, so und jetzt von jetzt an tue ich da regelmäßig schreiben. Nein, gerne nicht. Wie lange hast du geschafft jetzt an diesem Buch? Die erste Version war 2016 fertig. Ich würde sagen, ich habe vor etwa 7 Jahren angefangen. Genau. Also gleich eine lange Phase, ja, die es gebraucht hat, bis dann wirklich der Roman fertig ist. Ja, genau. Und es hat aber auch immer wieder Phasen gegeben, wo ich es liegen gelassen habe und nichts daran gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann wieder den Faden aufgenommen. Genau. Ist jetzt das erste und das letzte Buch gewesen, das du geschrieben hast? Oder hast du jetzt so Freude bekommen, dass du sagst, nein, in den nächsten 7 Jahren entsteht der nächste Roman? Also ich werde sicher weiterschreiben, ob ich das nur für mich mache oder ob ich wieder etwas gegen rausgehe, das weiss ich noch nicht. Lassen wir uns überraschen, genau, was noch kommt von dir, Karin. Danke vielmals, dass du hier da bei uns im Studio Platz genommen hast und für alle, die Lust bekommen haben, auch mal selber das Buch anzuschauen, in die Hand zu nehmen und natürlich auch zu lesen. Ihr findet es im Buchhandel oder bei uns im Verlagshaus Schwellbrunn, verlagshaus-schwellbrunn.ch. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.